Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, der 1. Mai ist der Tag der Arbeit, der 1. Mai ist der Tag der Gewerkschaften. Wie im vorigen Jahr sind wir in diesem Jahr nicht in der Lage, auf die Straße zu gehen und für das zu demonstrieren, was wir für unsere Beschäftigten, was wir für die arbeitenden Menschen in Deutschland und in der Welt erreichen wollen. Wir sind in einer schwierigen Situation der Pandemie und die Verkehrsgewerkschaft EVG hat in den vergangenen Monaten sehr viel erreicht für die Kolleginnen und Kollegen, die unter den kompliziertesten Bedingungen in den letzten Monaten den Transport in Deutschland sowohl für Menschen als auch für Güter sichergestellt haben. Wir sind sehr stolz darauf, liebe Kolleginnen und Kollegen, und dafür möchte ich mich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken, dass es uns trotz der schwierigen Pandemiebedingungen gelungen ist, die Verbindung zu den Menschen, zu unseren Mitgliedern nicht abreißen zu lassen. Unsere haupt- und ehrenamtlichen Funktionäre haben dafür gesorgt, dass Gewerkschaft spürbar wurde. Und vor allen Dingen, dass wir als Gewerkschaft handlungsfähig waren und Vereinbarungen getroffen haben, die den Menschen, unseren Kolleginnen und Kollegen nutzen, Arbeitsplätze sichern, Beschäftigung sichern, Einkommen sichern. Daran wollen wir weiter arbeiten, auch unter den Bedingungen, die wir heute vorfinden. Und ich hoffe, dass wir uns alle am 1. Mai nächsten Jahres dann wieder in Veranstaltungen sehen können, um deutlich zu machen, wofür wir solidarisch einstehen.